Hallo Freunde, MK lädt Sie ein, die weitere Entwicklung der Nürnberger Straßenbahn in den 1980er Jahren zu verfolgen. Wir befinden uns jetzt im Jahrgang 1986 und 1987. Im Februar 1986 begannen die Bauarbeiten für die U-Bahn-Stammlinie U2 zwischen Plärrer und Hauptbahnhof und damit verbunden war die Einstellung des Straßenbahnverkehrs über den Frauentorgraben. Von der Einstellung des Straßenbahnverkehrs über den Ring sind 4 Linien betroffen, die Linie 6, die Linie 8, die Linie 9 und die Linie 13. Linie 6 verkehrt zukünftig vom Westfriedhof nach Gibitzenhof, Linie 8 macht einen Umweg durch die Südstadt über Landgrabenstraße, Allersberger, Scheuerstraße, Marientunnel, Hauptbahnhof Richtung Erlenstegen. Und Linie 9 ersetzt die Linie 6 zwischen Hauptbahnhof zum Lötbeuthain, während Linie 13 die Linie 12 ablöst von der Bayernstraße zum Nordostbahnhof. Sonntag, 15. Februar 1986, gegen 1 Uhr in der Früh. Vom Westfriedhof gekommen, wartet der letzte Zug der Linie 6 auf seine Abfahrt vom Lötbeuthain zum Einrücken in den Betriebshof Maximilianstraße. Einige Stunden später wird die Linie 9, die Nachfolge der Linie 6, am Lötbeuthain angetreten haben. Aufgenommen an der Haltestelle Meistersingerhalle, Zug der Linie 9, Ton, Hauptbahnhof, Lötbeuthain. Und am Abend des 15. Februar 1986 hieß es, endgültig Abschied von der Linie 12 zu nehmen. Der letzte Zug der Linie 12 an der Endhaltestelle Bayernstraße. Ihre Nachfolge tritt am nächsten Morgen die Linie 13 an. An der gleichen Stelle, an dem ich den letzten Zug der Linie 12 in der Wanne Bayernstraße fotografierte, konnte ich einige Stunden später auch einen der ersten Züge der neuen Linie 13 von der Bayernstraße zum Nordostbahnhof ablichten. Schon seit 1948 benutzte die Linie 8 auf ihrem Weg von Erlenstegen zum Südfriedhof die Gleise auf der Westseite des Bahnhofsvorplatzes, die späteren Bahnsteige C und D. Seit 16. Februar 1986 nutzt sie nun die Bahnsteige A und B auf der Nordseite des Bahnhofsplatzes entlang der Bahnhofstraße. Dieser Gleisbogen aus der Haltestelle Schweigerstraße in der Allersberger Straße zur Wölkernstraße wurde erst Anfang der 1970er Jahre eingebaut, nachdem die bisherigen Messehallen geschlossen und das neue Messezentrum an der U-Bahn-Linie U1 in Langwasser eröffnet worden war. Für die Ausstellungssonderzüge der Straßenbahn, die vom Hauptbahnhof kamen, war dieser Gleisbogen eingebaut worden, um eine direkte Verbindung mit dem U-Bahnhof Aufsichtsplatz herzustellen. Die Linie 8 benutzt also diesen Abzweig seit 16. Februar 1986. Linie 8 auf ihrer neuen Teilstrecke durch die Scheuerstraße nach dem Verlassen des Marientunnels. Blick auf die Allersberger Unterführung, aus der eben ein Zug der Linie 9 Richtung Lötbeuthain ausfährt. An der Haltestelle Wiedheimstraße. Die neue Linie 13 auf den Spuren der inzwischen Geschichte gewordenen Linie 12, Haltestelle Wiedheimstraße. Allersberger Straße im Bereich der Einmündung Scheuerstraße, Zug der Linie 9 zum Lötbeuthain. Und 1986 kamen auch noch öfters vierachsige Großraumzüge auf den Stammlinien zum Einsatz. Linie 9 vom Lötbeuthain kommend hat die Haltestelle Schweigerstraße verlassen. Hier biegt ein Zug der Linie 9 aus der Allersberger Straße in die Wodanstraße ein. Im Hintergrund die Gustav-Adolf-Kirche. Dieser Neuner unterwegs vom Lötbeuthain nach Dohn hat die Haltestelle Meistersingerhalle verlassen
und nähert sich der Haltestelle Platz der Opfer des Faschismus. Während dieser Neuner, aufgenommen im Februar 1986, noch mit einem Vierachserzug unterwegs ist zwischen dem Lütbolthain und der Haltestelle Meistersingerhalle. Endhaltestelle Lütbolthain, Februar 1986. Im Mai 1986 mussten die Bogenschienen in der Wendeschleife erneuert werden. Wir verlassen nun die Linie 9 und besuchen die neue Linie 13 auf ihrem Weg zur Bayernstraße. Einfahrt über die Tunnelrampe zum Straßenbahntunnel Bayernstraße. Und dieser 13er hat die Endhaltestelle Bayernstraße verlassen und wird gleich in das Straßenbahntunnel Richtung Haltestelle Tristanstraße einfahren. Die Wanne Bayernstraße, dieser Einschnitt, entstand Ende der 1930er Jahre im Zuge der Planung für das NSDAP-Reichsparteitagsgelände und dessen Erschließung mit störungsfreien Schnellstraßenbahnstrecken. Im Endausbau hätte hier in diesem Einschnitt eine siebengleisige, später überdachte Bahnsteiganlage entstehen sollen. Mit dem 13er haben wir die Bayernstraße verlassen und befinden uns nun am entgegengesetzten Ende der Linie am Leipziger Platz. Die seit einigen Jahren durchgeführte sommerliche Tiergartenverstärkungslinie S, ursprünglich vom Plärrer zum Tiergarten verkehrend, wurde nach Einstellung des Straßenbahnverkehrs über den Frauentorgraben vom Leipziger Platz aus betrieben. Blick durch die Bayreuther Straße aus dem Bereich der Sennefelder Straße Richtung Nordostbahnhof, Zug der Linie 3 zum Tiergarten. Im Bereich des Stadtparkes vor der Reformationsgedächtniskirche ein Zug der sonntäglichen Tiergartenlinie S. Einfahrt in die Haltestelle Radenauplatz, Zug der Linie S zum Tiergarten. Linie 3 am Radenauplatz. Blick aus dem Bereich des Lavertorgrabens, Einmündung Kramer Klettstraße zum Radenauplatz. Und auch in Vollreklame machten die Nürnberger Großraum- und Gelenkwagen mit ihrer typischen MAN-Front eine gute Figur. Triebwagen 238 auf Linie 13 zur Bayernstraße. Und Triebwagen 304 machte damals Werbung für ein weithin beliebtes Einkaufszentrum in Schwabach, die Huma. Der Hurlermarkt. Inzwischen heißt dieses Einkaufszentrum ja Real. Der Lavertorgraben, gesehen im Bereich des Kesslerparkes, dem ursprünglichen Fabrikgelände der Kramer Klettwerke, die eine Keimzelle der späteren Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg wurde. Die Haltestelle Prinzregentenufer im Zuge des Lavertorgrabens trägt heute den etwas für mich provinziell wirkenden Namen Wörterwiese. Blick auf die Jugendstilgebäude an der Ecke des Lavertorgrabens mit dem Prinzregentenufer. Marientorgraben, Triebwagen 341, unterwegs auf Linie 9 zum Lütbolthain. Die historische Linie 17 unterwegs vom Westfriedhof über Birkheimer Straße und Maxfeld zum Tiergarten im Marientorgraben. Am Bahnhofsvorplatz Bahnsteig A und B begegnen sich zwei Züge der Tiergartenlinie S. Linie 13 unterwegs zur Bayernstraße biegt aus der Bahnhofstraße zur Allersberger Unterführung ab. Die Haltestelle Wiedheimstraße am Südende der Allersberger Unterführung. Unterwegs zur Mittagspause im historischen Straßenbahndepot Werk Beder, Triebwagen 877 auf Linie 17 am Abzweig aus der Scheuerstraße. Und wenige Minuten später biegt aus der Scheuerstraße ein Zug der Linie 8 Richtung Südfriedhof in die Allersberger Straße ein. Nach der Mittagspause treffen wir den Triebwagen 877 wieder, und zwar an der Haltestelle Marientunnel, auf seinem Weg als 17er zum Tiergarten. Das Marientunnel ist eine schöne Gewölbekonstruktion.
Wir verlassen nun die östliche Südstadt und begeben uns an die Strecke nach Gebitzenhof in der westlichen Südstadt. Dort ist ja seit dem 16. Februar 1986 Linie 6 von Plärrer kommend unterwegs nach Gebitzenhof. Die Strecke nach Gebitzenhof war 1909 erbaut worden. Diese Aufnahme entstand im Bereich der Alamannenstraße und Triebwagen 369 unterwegs als Sechser von Gebitzenhof zum Westfriedhof nähert sich der Haltestelle Alamannenstraße. Der Gleisbogen aus der Gebitzenhofstraße zum Dianaplatz war in den 1960er Jahren eine der ersten Gleisabschnitte mit Kurvenüberhöhung. Die Endhaltestelle Gebitzenhof, die gleichnamige Wendeschleife, wurde 1941 angelegt. Frühjahrsparade im historischen Straßenbahndepot St. Peter, Februar 1986. In der Bahnhofstraße zwischen Marientunnel und Dürrenhof, Zug der Linie 3 zum Tiergarten. Linie 3 zum Tiergarten am Werdertalübergang nahe dem Dürrenhoftunnel. Und hier der Dreier in der Gegenrichtung vom Tiergarten nach Ziegelstein. Im Hintergrund die Wasserfläche des 1970 angelegten Wörthersees. Linie 3 vom Tiergarten kommend in der Kressengartenstraße nahe Tulnau. Das Wohngebäude im Hintergrund ist der Norikus. Entlang der Strecke der Linie 3 nach Mögeldorf an der Haltestelle Arminius, allerdings mit einem Zug der Linie 3 nach Ziegelstein, also in der Gegenrichtung. Zwischen den beiden Eisenbahnbrücken im Verlauf der Ostendstraße, Triebwagen 877 auf Linie 17 Richtung Tiergarten fahrend. Und in der Gegenrichtung zum Hauptbahnhof ein Zug der sonntäglichen Tiergartenlinie S. Linie 3 nach Ziegelstein an der Haltestelle Marthastraße. Der eigene Gleiskörper in der Ostendstraße im Bereich der Haltestelle Erhardstraße, wo uns auf der Rückfahrt zum Westfriedhof Triebwagen 877 auf Linie 17 begegnet. In der Ostendstraße, Blick Richtung Mögeldorf. Am westlichen Rand des alten Mögeldorfes trifft die Mögeldorfer Hauptstraße, aus der eben der Zug der Linie 3 vom Tiergarten herkommt, auf die Ostendstraße. Die Strecke nach Mögeldorf wurde 1914 eröffnet und in Form einer Schleife aus der Mögeldorfer Hauptstraße über die Kindlstraße zur Schmausenburgstraße und wieder zurück in die Mögeldorfer Hauptstraße geführt. Mit Eröffnung des neuen Tiergartens 1938 am Schmausenburg wurde die Strecke von Mögeldorf aus zum Tiergarten verlängert. Hier befinden wir uns bereits auf der 1938 angelegten Verlängerungsstrecke vom Mögeldorfer Plärrer zum Tiergarten. Blick durch die Schmausenburgstraße Richtung Mögeldorfer Zentrum. Die Strecke durch die Ostendstraße nach Mögeldorf und durch die Schmausenburgstraße zum Tiergarten mit der doppelten Wendeschleife am Tiergarten. Im Planbetrieb wird am Tiergarten nur die große Schleife befahren. Die kleine Schleife ist für Einsatz- und Verstärkungszüge vorgesehen. Am Tage dieser Aufnahme, Pfingsten 1986, sorgte eine Entgleisung in der großen Schleife dafür, dass alle Züge durch die kleine Schleife fahren mussten. Kurz vor dem Bahnsteig der Endhaltestelle Tiergarten mündet die kleine Schleife in das Bahnsteiggleis. Im Hintergrund der entgleiste Triebwagen 330.
Auch die historische Linie 17 musste an diesem Pfingstsonntag, 20. Mai 1986, die kleine Schleife benutzen. Der entgleiste Triebwagen 330. Ursache dieser Entgleisung waren Schottersteine, die Kinder in die Rillenschiene der Wendeschleife gelegt hatten. Zurück ins Stadtzentrum zum Plärrer und vom Plärrer aus mit Linie 4 und 6 durch die Zufuhrstraße in den Kohlenhof. Mit diesem Blick auf Linie 6 in der Zufuhrstraße nach Gebitzenhof fahrend verabschieden wir das Jahr 1986 und wenden uns dem Jahr 1987 zu. Und mit diesem Bild beginnen wir die Berichte über das Jahr 1987, wo erstmalig für eine breitere Öffentlichkeit sichtbar die Bestrebungen zum Erhalt der Nürnberger Straßenbahn auch in der Presse deutlich sichtbar wurden. Einen großen Verdienst an dieser für die Straßenbahn und den Nahverkehr in Nürnberg so positiven Entwicklung hatte der Arbeitskreis Attraktiver Nahverkehr unter Stefan Scherer, der im Rahmen der Nürnberg-Förder Straßenbahnfreunde-Vereins entstanden ist. Und diesem AAN gelang es, das Interesse der Nürnberger Lokalpresse auf das Thema Pro oder Contra Nürnberger Straßenbahn zu lenken. Und deshalb lud der AAN im Juni 1987 die Nürnberger Journalisten zu einer Pressekonferenz im Stadtbahnwagen 361 ein. Hier wartet der 361 vor dem historischen Straßenbahndepot auf seine Pressegäste. Und da es sich mit einem gut gefüllten Magen positiver berichten lässt, gab es vorher ein kaltes Buffet. Diese Pressesonderfahrt führte den 361 zur Endhaltestelle Dutzendeich. Im März 1987 musste für den Bau der U-Bahn-Linie U2 Nord zwischen Hauptbahnhof und Radenauplatz in der Bahnhofstraße im Bereich der Gleisbühlstraße eine Behelfsbrücke über die Baugrube für die Straßenbahn eingebaut werden. Deshalb war der Straßenbahnverkehr durch die Bahnhofstraße an mehreren Wochenenden im März unterbrochen. Hier sehen wir diese Notbrücke, über die die Straßenbahnen während der Bauzeit der U2 die Baugrube überbrücken konnten. Während dieser Streckensperre wurden die Linien 3 und 8 miteinander verknüpft, und zwar Diergarten, Allersberger Unterführung, Südfriedhof, und die Linie 8 von Erlenstegen kommend über Radenauplatz, Birkheimer Straße nach Dohn. Allerdings nicht unter ihren Stammnummern, sondern als Linien S. Dagegen wurde Linie 9 auf gesamter Länge durch einen Bus ersetzt. Hier sehen wir den Triebwagen 347 in der vorigen Aufnahme an der Endhaltestelle Watzeldorfer Straße aufgenommen, bei der Ausfahrt aus der Allersberger Straße in die Bahnhofstraße Richtung Tiergarten. Und hier treffen wir den 347 schon wieder, diesmal auf der Rückfahrt vom Tiergarten über die Allersberger Unterführung zum Südfriedhof. An der Endhaltestelle Tiergarten treffen wir auf Triebwagen 342, der vom Südfriedhof gekommen ist, aber diese Endhaltestelle nunmehr als Linie 3 nach Ziegelstein verlassen wird. Wie bereits erwähnt, Linie 9 wurde auf gesamter Länge, also vom Lütbolthain bis Thon, durch Busse ersetzt, hier bei der Anfahrt an die Haltestelle Hauptbahnhof. Blick von der Kantine des Postamts Nürnberg 2 auf die Baustelle in der Bahnhofstraße im Bereich der Gleisbühlstraße. Infolge der beginnenden Diskussion kamen von verschiedenen politischen Parteien Vorschläge zur Weiterentwicklung des Nürnberger Straßenbahnnetzes. Und dem Arbeitskreis Attraktiver Nahverkehr gelang es im Vorfeld der bevorstehenden Oberbürgermeisterwahl, eine große Diskussionsrunde in den Sälen des Heilig-Geist-Spitals einzuberufen, wo
die Oberbürgermeisterkandidaten der verschiedenen Parteien ihre Meinung und Stellung zur Straßenbahn kundtaten. Die Bauarbeiten für die U-Bahn-Stammstrecke U2 Nord zwischen Hauptbahnhof und Radenauplatz wurden im Laufertorgraben zu verschiedenen provisorischen Straßenverkehrsführungen. Hier im Bereich des Prinzregentenufers.